Gerade hat China die Elektroautoquote eingeführt und noch mehr innovative Ideen kommen vor allem aus China. Zwar gibt es dort auch den ein oder anderen Flop, aber es zeigt sich, dass sich doch in China am meisten bewegt. Und auch abseits dieser neuesten Technologien wird auf Chinas Straßen der Verkehr der Zukunft geplant. Wie das dort genau läuft, welche Entwicklungen geplant sind und was wir uns von den Chinesen in Sachen Mobilität abgucken können. Und am Ende noch ein Geschenk für euch jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Wer sich bei uns beispielsweise über den täglichen Stau im Ruhrgebiet aufregt, war wohl noch nie auf den Straßen Chinas unterwegs. Die Zustände dort sind wirklich unvorstellbar katastrophal. 2010 zum Beispiel gab es rund um Peking einen Stau, der insgesamt mehr als, Achtung, 10 Tage dauerte. Unter den anhaltenden und täglichen Verkehrsproblemen in China leiden nicht nur die Menschen selbst. 250 Mikrogramm Feinstaubbelastung sind hier keine Seltenheit. Dabei sind laut Weltgesundheitsorganisation bereits ein Zehntel davon, also 25 Mikrogramm, gesundheitsgefährdend. Die Menschen in Peking haben alle eine App auf dem Handy, die ihnen die aktuelle Luftqualität anzeigt. Und die ist, wie gesagt, mehr als besorgniserregend. Der Geruch ist kaum auszuhalten, er ist beißend und ätzend zugleich. Über der ganzen Stadt hängt eine gelbliche Dunstglocke. Für die Olympischen Spiele 2008 mussten deshalb strenge Fahrverbote erlassen werden und Fabriken wurden für die Zeit der Spiele geschlossen. Und danach wurde es nicht besser. Man traut sich kaum einzuatmen. Dieser Zustand hat in Peking übrigens schon einen eigenen Namen: Apokalypse. Und durch den Smog gibt es am Ende auch Tote. Es gibt Schätzungen, nach denen 1,6 Millionen Menschen pro Jahr in China durch diese Luftverschmutzung einen verfrühten Tod sterben. Kein Wunder also, dass die Chinesen viele innovative Ideen bezüglich des Verkehrs der Zukunft haben. Auf der internationalen Hightech-Messe in Peking wurde im Mai vergangenen Jahres das Verkehrsmittel der Zukunft präsentiert. Der TEB, der Trans Elevated Bus, ein riesiger Bus, der über den Staus aus den Autos unter ihm hinübergleitet. Zudem noch elektrisch angetrieben und somit kein weiterer Smogverstärker für Chinas Straßen. Einige Verkehrsexperten weltweit und auch viele Medien waren im TEB-Rausch. Endlich einmal ein unkonventionelles, mutiges und innovatives Projekt, was nach Meinung einiger Experten auch für alle anderen Großstädte ein absolutes Must-Have sei. Doch wenig später dann die riesige Enttäuschung. Der TEB, ein riesiger Bluff. Die Verantwortlichen sitzen wegen Betrug eine Haftstrafe ab. Der Prototyp ist längst verrostet und die Teststrecke abgerissen. Medien in China sehen einen umfassenden Anlagebetrug hinter der ganzen Geschichte. Doch die Idee war ehrlich gesagt auch zu schön, um wahr zu sein. Auch eine weitere innovative Idee aus China wurde nie zur Realität. Eine neue Spezies des Autos wurde uns versprochen, der FF91, ein Elektroauto als direkte Konkurrenz zu Tesla. Durch seine 1050 PS sollte der FF91 laut Plan in weniger als 2,39 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Die Idee kam von dem amerikanischen Startup Faraday Future. Viel Geld kam zusätzlich vom Vorsitzenden des chinesischen Elektronikkonzerns Li Eco. Die Reichweite 600 Kilometer, möglich gemacht durch Lithium-Ionen-Batterien mit 130 Kilowattstunden. $290.000, ein Schnäppchen, dachten sich offenbar viele, denn bereits 36 Stunden nach der Präsentation gab es bereits rund 64.000 Vorbestellungen. 2018 sollte das Elektroauto auf den Markt kommen. $5.000 musste jeder Interessent direkt anzahlen, doch das ist mittlerweile mehr als ungewiss, denn das Startup Faraday Future scheint auf sehr wackeligen Beinen zu stehen. Sein Großinvestor beispielsweise scheint in Zahlungsschwierigkeiten zu stecken. Auch für eine dritte Idee, die erst einmal durch die Decke schoss, gab es ein eher ernüchterndes Ende, zumindest bisher. Der elektrische Passagier-Multicopter EHang 184 sollte laut Plan 23 Minuten in der Luft bleiben und in eine Höhe von rund 3 Kilometern kommen. Das Ziel sollte man einfach per App ansteuern können. Ein Kontrollzentrum sollte sich um Start, Flug und Landung kümmern. In diesem Juli sollten die Lufttaxis an den Start gehen, doch bis auf einige geglückte Testflüge gab es noch keine Erfolgsmeldung, was aber erstmal noch nicht so viel bedeutet. Drei Fallbeispiele aber auf jeden Fall, die darauf hinweisen, dass die Ideen der chinesischen Entwickler und Entwicklerinnen super innovativ sind, sie diese allerdings nicht liefern können, zumindest nicht so schnell wie angekündigt. Dabei ist China laut Meinung vieler Forschungsteams tatsächlich
das Land, das die Mobilität der Zukunft mitbestimmt. Zum einen, weil China zur Technologienation aufsteigen will, aber zum anderen auch aus der eigenen Not heraus. Die drei gescheiterten Projekte, die ich bisher vorgestellt habe, sehen viele Experten deswegen nicht als Beweis dafür an, dass chinesische Ideen zum Scheitern verurteilt sind. Stattdessen sei dies ein Indiz dafür, dass technikbasierte Innovationen aus China in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Unter anderem auch, weil die Regierung Startups aus der Privatwirtschaft unterstützt. Ein wahrhaftiges Prestigeobjekt aus China allerdings ist die Elektromobilität. 2020 soll es mehr als 5 Millionen Elektroautos auf Chinas Straßen geben. Peking hat jetzt gerade ein Gesetz durchgebracht, das den Verkauf von Elektroautos sogar anordnet. Autohersteller in China müssen bereits in 2 Jahren eine feste Elektroquote von 10% erfüllen oder aber als Strafe hohe Zahlungen leisten. Und so produzieren nicht nur die chinesischen Automarken eifrig Elektroautos, auch Audi, BMW und Volkswagen stellen ihre Modellpalette um. Weltweit stammen rund 40% aller Elektroautos aus chinesischer Produktion, so eine Studie von McKinsey. 0,12%, so hoch oder besser niedrig, war in diesem Jahr die Chance auf ein neues Nummernschild in Peking. In Shanghai dagegen lag sie immerhin bei 4%. Für ein Los musste man dafür aber rund 11.000 Euro bezahlen. Je nach Endung des Nummernschilds gibt es zudem auch festgelegte Tage im Monat, in denen die entsprechenden Autos nicht gefahren werden dürfen, sondern abwechselnd in der Garage stehen müssen. Ein ganz großes Ding in Chinas Städten ist die Shared Mobility. Hier wird also geteilt, Busse, Autos und Fahrräder, und das in einem Ausmaß, wie man es sich bei uns kaum vorstellen kann. 20 Millionen Fahrten pro Tag gehen auf das Konto des chinesischen Pendants zu Uber. Im Vergleich dazu, Uber kommt in New York pro Tag auf 200.000 Fahrten. Selbst wenn man berücksichtigt, dass mehr Menschen in Peking als in New York leben, ist Uber damit mehr als abgeschlagen. Und auch Fahrräder werden natürlich geteilt, mit dem Handy wird es geortet und man umgeht damit den Stau. Für eine Stunde zahlt man umgerechnet 12 Cent. Und dass das alles Sinn macht, das ist mittlerweile auch in den Köpfen der Chinesen angekommen. Es gibt Studien, nach denen sich 40% der Menschen dort vorstellen können, sich kein eigenes Auto zu kaufen. Ja, und jetzt gibt es ein Geschenk für euch, wie versprochen, in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Technology Review. Einer ganz fantastischen Zeitschrift ist dieses Video entstanden und exklusiv für Klicks und Zuschauer habe ich jetzt eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link klickt. Dann bekommt ihr sie. Es lohnt sich, kann ich nur sagen. Technology Review ist wirklich mega spannend. Und hier geht es zu einem weiteren Video, das wir mit der Redaktion gemacht haben. 3D-Druck revolutioniert die Raumfahrt. Klickt drauf, wenn es euch interessiert, und ansonsten bis dann. Bleibt dran.